So, jetzt ein ganz kurzes Video, das ist eigentlich knappe 3 Minuten lang. Wir werden es ungefähr 20 Sekunden anspielen, diesmal in der richtigen Version mit der deutschen Übersetzung. Sie werden es in den nächsten Tagen auf der europeforfreedom.org Webpage finden, Deutsch und Englisch. Es ist jemand, der Ihnen auch bekannt ist, der hat ein Buch geschrieben, Die Psychologie des Totalitarismus. Der Autor ist Professor Dr. Matthias Desmet. Er ist in Belgien zu Hause. Er hatte leider keine Zeit zu kommen. Er wollte kommen. Ich war unlängst mit ihm im EU-Parlament in Straßburg bei einem Expert-Hearing, das Philipp Kruse und ich dort mit Members des Parlaments organisiert hatten. Matthias Desmet ist heute in Gedanken bei uns. Ganz kurz, weil wir in der Zeit ein bisschen fortgeschritten sind, spielen wir das Video an. Und die ganze Version können Sie sich dann auf der Webpage anschauen. Danke an Professor Dr. Matthias Desmet. Hallo. Liebe Menschen in Österreich, manche kennen mich vielleicht, einige vielleicht nicht. Ich bin Professor Matthias Desmet, Professor für klinische Psychologie. Und ich habe mich in den letzten Jahren gegen das ausgesprochen, was ich als aufkommenden Totalitarismus in unserer Gesellschaft betrachte. Und ich genau schätze, deshalb sind Sie auf der Straße, um ein Statement für Ihre Regierung und für den Rest der Welt abzugeben. Dass sie nicht wollen, dass es so weitergeht wie bisher. Genau, und diese ganze Botschaft können Sie sich auf unserer Webpage dann anschauen. Herzlichen Dank an Matthias Desmet.